Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und wir sind hier auf der Altenstein. Wir haben beim letzten Mal Tiere gefüttert. Ich habe ziemlich viel Futter einkaufen müssen und ich musste dann nachher erstmal aufhören damit, weil das Konto ziemlich knapp geworden war. Und jetzt habe ich eine ganze Zeit lang auf der Mappe nichts gemacht, denn ich hatte ja diese ganzen Videos vorbereitet und heute komme ich rein. Und schaut euch das mal an. Wir haben 100.927 Öcken. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Wir hatten aufgehört bei 9.000. Wo ist denn das Geld hergekommen? Dachte ich mir. Ja, da habe ich nachgeschaut. Und wir haben eine ganze Menge Produkte verkauft, was ich gar nicht für möglich gehalten hatte, dass das so schnell funktionieren wird. Aber ja, es ist ja nur gut für uns. Wir schauen mal kurz rein. Denn das möchte ich euch wirklich gerne zeigen. Schaut mal hier. 265.000 haben wir bekommen für verkaufte Produkte. Das ist doch mal eine Einnahme. Was haben wir hier eigentlich? Ach, Einnahmengebäude. Das sind hier die Sonnenkollektoren. Und hier habe ich noch mal was verkaufte. Ja, ich habe was. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich habe irgendwie wohl einen Anhänger oder irgendwelche Sachen verkauft. Das war aber nicht viel. 4.000 Öcken ist ja nicht gerade die Welt. Und 384 ist auch nicht so groß. Also es ist ziemlich realistisch, das mit dem Strom hier. Und hier habe ich nochmal Einnahmen Ernte. Da habe ich wirklich irgendwo einen Rest noch im Silo wohl gehabt. Ich glaube, ich habe Getreide beim Bäcker verkauft. Irgend sowas war da. Ich habe ja hier so, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich Sachen verkauft habe von der Ernte her, klar. Aber wir haben auch ganz schön Ausgaben gehabt. Sonstiges weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Keine Ahnung. 1 Euro, was ist denn das? Produktionsliefergebühren. Ach so, ja, alles klar. Ja, da steht noch was. Ach, das, ich weiß schon. Das sind die Gewächshäuser. Aber die bringen mir so viel ein. Ich habe nur gestaunt. Jedenfalls sind von alledem, was da nun gewesen ist, 100.927 übrig geblieben. Und da kann man ja nicht meckern. Im Endresultat ist das ja eigentlich ganz in Ordnung so. So, ich will mal ganz kurz reinschauen, wie das bei den Tieren jetzt aussieht. Die haben wir ja nun noch nicht allzu lange. Okay, die Kühe haben jetzt 60% schon mal an der Gesundheit. Aber hier fehlen immer noch, ne? Ich muss hier noch Wasser einkippen. Ich muss Stroh liefern. Die brauchen noch Mischrationen, denke ich mal. Mit Heu und Stroh, da warte ich nochmal. Ich mache lieber erstmal hier noch was dabei. Ich glaube, da fahre ich besser, denn dieser Grasmod, das funktioniert nicht wirklich. Und wie das hier auf der Map ist, weiß ich noch gar nicht. So, und dann haben wir hier noch die Schafe. Die haben genügend Wasser nach wie vor. Die sind auch bei 60% mittlerweile. Die musste ich ja auch wieder kaufen. Nachdem ich den Jungtiermod reingenommen habe, hatte ich keine Schafe mehr. Ich weiß nicht, ob euch erinnert, vielleicht schon. Da musste ich also alles neu kaufen. Hühner hatte ich noch dazu gekauft, da war auch irgendwie was verändert. Aber ja, bei denen scheint der Grasmod zu funktionieren. Und deswegen habe ich den auch drinne und bei den Schafen, da funktioniert das ja auch auf den anderen Karten. Also ich lasse das mal so laufen, mal gucken, was bei denen passiert. Ob das hier eventuell noch in den grünen Bereich reingeht, wird sich dann zeigen. Denn so lange habe ich die ja noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht entwickelt sich das. Aber ich glaube, ich muss noch mal zum Händler. Jetzt kann ich das ja wieder. Oh, jetzt sind wir schon bei 103. Ist da wieder eine Stunde Ach ja, ich habe die Zeit ja auch anders eingestellt, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen zu schnell. Da komme ich nicht zurecht. Ich gehe mal lieber auf die 1 zurück. Da geht die Zeit sonst zu schnell um. Natürlich kommt dadurch auch Geld rein. Und was ich noch festgestellt hatte. Mein Wasserturm stand auf Verkauf. Ich habe Wasser verkauft. Stellt euch das mal vor. So ein Beschmuh. Ja, das hatte ich kurzfristig mal eingestellt und ich habe das danach völlig vergessen, wieder abzustellen. Jetzt steht es wieder auf Verteilen. Das ist ja ganz schön gemogelt, ne? So, aber ja, egal. Jetzt können wir wenigstens nochmal Futter kaufen, aber ich werde erst mal gucken, dass ich nochmal Wasser reingebe. Das haben wir hier vor Ort. Wo habe ich eigentlich meine Traktoren alle stehen? Da hinten in der Halle stehen jedenfalls keine. Der Kleine, der steht hier drin. Dann nehmen wir den direkt wieder. So, steigen wir mal ein. Und da holen wir uns jetzt erstmal die Wassertonne. Da werden wir den Kühen noch ein bisschen Wasser verabreichen.
Das muss schon mal erstmal jetzt wirklich vorhanden sein. Und das andere muss ich vom Händler holen. Und selber Futter produzieren. Ja, die Futtermischanlage, die ist ja hier auf dem Hof kaputt. Laut Map. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen. Das haben sie interessant gemacht. Genau wie mit dem Fleischverkauf. Also die Fleischerei, die ist auch zurzeit in Renovierung, sozusagen. Aber ich habe auch noch nichts gemerkt, dass die Map ein Update bekommen hätte. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt machen werden. Ich habe ja die Karte jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe langsam das Gefühl, dass da kein Update kommen wird. Also ich muss mir da was einfallen lassen. Mit dem Futter. Und mit dem Futtermischwagen habe ich keine Lust zu fahren. Also da möchte ich dann schon irgendwie anders. So, jetzt laden wir erstmal Wasser ein. In der Zeit steige ich mal aus. Ich lasse das mal hier so laufen. Und da gehe ich, zeige euch das mal, wie sie das gemacht haben mit dem Futtermischer hier. Da gibt es nämlich eine, also es soll einen geben, sagen wir mal lieber so. Und der ist nämlich da vorne gebaut, aber hat noch keine Funktion sozusagen, ne? Hier, das Teil hier. Und da haben sie ein Schild dran gepackt. Vorübergehend außer Betrieb, Wartungsarbeiten. Ja, aber das ist jetzt schon so lange, wie ich die Map habe. Und ich habe immer wieder mal nachgeguckt, ob es mal ein Update gibt. Nein, bis jetzt habe ich nichts entdeckt. Und das Teil da verkaufen mit weg. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Und vielleicht zerstöre ich dann noch was anderes auf der Map wieder. Dann könnte ich hier meine eigene Anlage aufbauen. Ich habe ja schließlich einen Mod. Ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob ich die vielleicht woanders hinstelle. Das ist so eine Sache. Aber ja, die braucht auch ein bisschen Platz. Man muss die ja von allen Seiten befahren können, also von zwei Seiten zumindest. Ich weiß nicht, ob ich hier auf der Wiese oder was abbauen könnte hier. Das müsste ich mir vielleicht mal überlegen. Aber die müsste ich auf jeden Fall kletten. Und das wird nicht reichen. Hier werde ich ebnen müssen. Ja. Na, schauen wir mal. Irgendwas lasse ich mir einfallen, dass ich hier Futter produzieren kann. Das ist ja schließlich wichtig. Und die Fleischerei, da hängt auch so ein Schild am Fenster. Wegen Renovierung geschlossen steht da dran. Das haben sie auch so gemacht. Also wenn ich hier Tiere halte, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Tiere verkaufen kann. Und deswegen muss ich da erstmal ein bisschen gucken, wie ich da weitermache. Schweine schaffe ich vorläufig keine an. Wenn das nämlich so ist, dass das, ah, das ist voll. Wenn das so ist, dass ich hier keine Tiere loswerde. Ich werde mal eben kurz in die Tabelle gucken. Das könnte man eben schnell nochmal nachschauen. Hier. Da müsste ja irgendwo irgendwas auftauchen. Schauen wir mal gleich eben schnell gemeinsam rein. Denn das ist ja auch noch wichtig zu wissen. Ich meine, ich kann hier unglaublich viel machen, wie man sieht, aber Mist und Gülle, ja. Habe ich schon. Na, guck mal. Das werde ich in meine kleine BGR bringen. Ich vermute mal, die wird das annehmen. Das ist doch mal prima. Da kriege ich da vielleicht auch eine Einnahmequelle dadurch. Na gut, es ist ja meine BGH, da wird es nicht so viel Einnahme geben. Was? Rotwein kann ich hier herstellen und Met? Oho. Honigmüsli. Meerfrüchte-Müsli. Die haben sich ganz schön was einfallen lassen hier, aber wo ist denn das Fleisch? Rindfleisch. Keine Verkaufsstellen verfügbar. Seht das? Aufgeschnittenes Huhn, Schweinefleisch, Lamm. Nichts verfügbar. Also ich müsste hier, wenn es hart auf hart kommt, auch mir eine Fleischverarbeitung bauen. Weil die ist ja nicht in Gang, die vorhanden ist, ne? Schade eigentlich. Wir gucken mal kurz. Ich will sie euch zeigen. Ich denke mal, dass ich die. Ich hoffe mal, dass ich sie finde. So auf die, da auf die Schnelle, die Wassermühle, das ist bei uns hier. Da müsste das ja hier irgendwo. Wo war denn das? Das ist der Schweinestall. Ist das hier oben oder hier? Da ist der Eismacher. Hier auf dem Weg irgendwo war das. Die taucht gar nicht auf hier. Das ist die Pferdekoppel. Was ist denn das? Die Ölmühle. Das sind die Bienenstöcke. Ich denke mal. Ich springe mal zu dem Eismacher. So, das ist das äußerste Ende hier. Den hatte ich auch eingefahren. Und hier nicht allzu weit weg von hier war da auch diese Fleischerei. War
War die weiter oben? Wahrscheinlich eher nicht. Ne, hier ist die Map zu Ende. Also war sie weiter unten. Vielleicht ist das das vorne, das Haus, oder? Das möchte ich euch wirklich gerne mal zeigen, aber ich kann nicht genau sagen, wo das jetzt war. Das war irgendwie an einer Straße auch. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt hier irre, dass das eine andere Straße war. Ich habe das. Ah, nee, doch, ich glaube, ich bin richtig. Was haben wir denn hier? Ja, da haben wir sie ja. Fleischerei, seht das? Diese Filiale ist derzeit leider wegen Umbauarbeiten geschlossen. So. Also die hat keine Funktion. Das ist ein schönes Gebäude, wenn man sich das mal so überlegt hier. Aber was nutzt mir das, wenn es nicht funktioniert? Und wenn kein Update kommt und die das nicht machen? Ne? Ich müsste mir praktisch wirklich was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich hier nebenan hier was aufbauen kann. Familie. Was? Haselbusch. Da, hier ist die Ölmühle. Also ich kann hier gar nicht groß was machen. Hier führen ja Linien entlang, dass ich zur Ölmühle komme. Ich müsste mir da auch schon wieder einen Platz irgendwo ausgucken, wo ich diese Fleischverarbeitung, die ich besitze, hinbauen könnte. Aber vielleicht kaufe ich mir dafür ein Feld. Okay, ich muss schauen. Also das ist nicht ganz so einfach hier auf der Karte. Fleisch können wir also nicht verkaufen, das haben wir jetzt gesehen. Da muss ich tatsächlich mir was einfallen lassen dafür und genauso für die Tierversorgung. Das sind ja zwei wichtige Sachen. Ah, der erste Misthaufen erschienen hier, wie ich gerade sehe, ist tatsächlich. Oh, jetzt bin ich an die Maus gekommen. Ist tatsächlich so. So, da werden wir mal gucken, dass ich hier. Vorsicht, Laterne! Ich weiß gar nicht, wie groß der Trigger ist. Müsste ich mir gleich mal angucken nachher. Aber ich muss erst mal schauen, dass ich das ausgekippt kriege. Ich muss nochmal zurück. Das ist ja schließlich der Futternapf. Das ist schon sehr enge hier. So. Ah, jetzt. Okay. Raus damit. Passt aber auch was rein in den Pott, wie es aussieht. Jetzt gucken wir mal, wie weit das jetzt gediehen ist hier. Mit dem Wasser zumindest bei den Kühen. Immer noch. Na, guckt es euch an. Ja, jetzt fahre ich mal hier außen rum. Das wäre wahrscheinlich auch eine Option hier. Aber ich umdrehen muss ich ja so trotzdem, wenn ich da abliefern will. Ja, hier könnte man lang fahren, aber es bringt mir nicht so großartigen Vorteil. Nö, nicht wirklich. Also da fahre ich lieber so rein, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube, das ist besser. Jetzt holen wir uns hier nochmal Wasser ab. Haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 16:14 Uhr haben wir es jetzt schon wieder. Also der Dezember ist fast um. Das Wasser kostet Geld, sehe ich gerade da oben. Ich lade mir hier das Wasser auf dem eigenen Hof und was ist da oben los? Der zählt rückwärts. Na, das ist ja wohl ein Ding. Da muss ich mir also irgendwo eine Quelle aufstellen, wo ich gerade das Wasser habe. Also das sehe ich nicht ganz ein. Vom eigenen Hof das Wasser bezahlen, wo leben wir denn? Das? Nö. Der Brunnen ist ja ganz nett, wenn es so ist. Aber ich bezahle doch nicht mein eigenes Wasser. Was ist denn das für ein Unsinn? Das ist nicht schön. Das sehe ich jetzt erst. Aber jetzt mache ich die Tonne voll. Egal. Das mache ich jetzt. Du hast doch mal ganz schön viel Geld ausgegeben. Alleine nur für Wasser. Wir hatten 100.000, 103.000 sogar nachher. 10.000 sind schon weg. Das ist happig. So, komm, ich bremse das mal ab. Schluss damit. Ich muss mir eine Wasserquelle bauen. Das geht nicht. Das geht nicht. Was hat sich der Mapbauer hier denn gedacht? Wenn ich woanders Wasser hole, ist das noch in Ordnung, wenn das dann was kostet, aber doch nicht auf dem eigenen Hof. Das ist ja wohl ein bisschen ein Unding, ne? Den Brunnen haben wir gegraben. Sich einen Brunnen gräbt man ja schließlich selber.
Und wieso soll ich denn dafür bezahlen, wenn ich da dann das Wasser entnehme? Also das ist etwas, das gibt es im Relay verschlüssel auch nicht. Jetzt bin ich natürlich da nicht so gut rangefahren. Komm noch mal mit. Haut's jetzt gar nicht mehr hin, oder was? Jetzt habe ich kurz aufblitzen sehen. Na, das ist aber ein Ding. Jetzt. Der Trecker ist wohl ganz knapp. Da muss ich mal gucken. Nee, eigentlich nicht. Wieso tust du doch ganz knapp? Das kleine rote Teil hier vorne. Okay, zum Teil stehe ich drin. Na, Gott sei Dank, dass ich da drin stehe. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt ist Wasser grün. Das ist schon mal viel, viel wert. So. Okay, dann bringe ich erstmal den. Na, ich muss das Teil nicht wegbringen. Ich kann das eigentlich zusammengebaut lassen. Denn damit werde ich auch weiterhin Wasser transportieren. Aber wo stelle ich den so hin? Vielleicht erstmal hier an die Seite. Im Moment muss ich nicht an die Ballenpresse ran. So, hier sollte erstmal nicht stören. So, aussteigen. Wir müssen jetzt noch zum Händler. Das ist ja wohl ein Ding. Wasser. Auf dem eigenen Hof hat man Wasser und man soll das bezahlen. Das ist ja wohl ein starkes Stück. Das ist ein starkes Stück. Das mache ich nicht. Das war das letzte Mal. So, das schwöre ich. Ich baue einen Brunnen. Einen anderen. Mal gucken, wo ich den platziere. Das werde ich noch gucken. Ich kann natürlich auch probieren, aber hier irgendwie. Oh, ne, aus dem Fluss hier kann ich kein Wasser entnehmen. Das geht zu steil runter überall. Da habe ich bisher noch keine geeignete Stelle gefunden, wo man da eventuell Wasser ziehen könnte. Ich muss mal schauen. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, jetzt müssen wir aber erst mal gucken, dass wir noch mal Wischrationen bekommen und Stroh. Mal schauen, ob sich das dann ein bisschen weiterentwickelt und langsam mal ins Grün reingeht. Das wäre schon wünschenswert, dass ich mit den Tieren wenigstens so weit auf der Reihe bin. Okay. Nee, nee, nichts Weizen. Ich kann hier alles kaufen, ganz klarer Fall, aber. Ich würde es lieber selber herstellen. Das ist einfach preiswerter, ne? So. Obwohl, das geht noch. Das ist, wenn ich mal so sagen darf, ist ja fast günstiger als das Wasser. Das ist das Silo von der Oma Tana, das Verkaufssilo. Das habe ich mir dort hingestellt, damit ich Schüttgut haben kann, in Form, also Futter in Form von Schüttgut. Sonst hätte ich ja hier unglaublich zu tun, da vielleicht noch mit Paletten hin und her. Da werde ich ja mit fahren, nicht fertig. Das mochte ich nicht und deswegen habe ich mir das aufgebaut, damit ich die Tiere erstmal versorgen kann. So, jetzt werde ich mal gucken. Stroh kann man nachher noch anders abladen. Das hatte ich letztes Mal noch bemerkt. Ich weiß gar nicht, ob es im Video war oder danach. Das zeige ich euch nachher gleich. Das ist dann einfacher, da brauche ich hier nicht so rumkurbeln. Jetzt muss ich den erstmal drehen. Ich spule mal ein bisschen weiter raus, damit ich besseren Überblick habe hier. Dann kann ich das zielgerichtete ansteuern. Ja, das war bestimmt nicht gut jetzt, oder? Nee, nee. War klar. Das ist aber auch eine Herausforderung hier, mein lieber Scholli.
Ja, jetzt. So, kippen wir das mal ab. Mal gucken, wenn der Anhänger rein gekippt ist, wie es dann aussieht, ob das dann vielleicht mal ausreicht, dass es mal umschlägt von Rot wenigstens ins Gelb. So, gucken. Mischration haben wir jetzt schon mal gelb. Na, Gott sei Dank. Gut, ich würde sagen, ich hole noch eine Ladung Mischration und dann kümmere ich mich um Stroh. Wie viel Zeit haben wir noch? Die Zeit ist leider wieder mal gerade um. Dann werde ich erstmal aussteigen, meine lieben Zuschauer. Und bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, betätigt ihr bitte die Glocke. Dann bekommt ihr eine Meldung, wenn ich neue Videos hochlade oder auch irgendwelche anderen Sachen hochlade. Oder eine Ankündigung mache, je nachdem. Ich freue mich natürlich schon auf eure Kommentare unter dem Video. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Abonnement. Alles zusammen hilft mir dabei, den Kanal weiter auszubauen. Und motiviert mich natürlich. In dem Sinn sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut und passt gut auf euch auf. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Maritze.